Hallo zusammen, hier ist wieder Deutschland und ich wieder für euch in Shadowlands unterwegs und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und da wollen wir reingucken, was so drin ist. Ich war wieder fleißig, habe ein wenig Arena gespielt und ja, letzte Woche hatte ich euch ja gesagt, hier diese Crit-Handgelenke, die ich bekommen habe, brauche ich nicht wirklich, weil ich brauche ja als Katze, wenn ich Necrolord spiele, Haste quasi als dritten Stat in Anführungszeichen. Und ja, mittlerweile habe ich diese Handgelenke an. Hat den Hintergrund, ich spiele jetzt doch nicht mit einem Hunter zusammen, sondern mit einem Warrior und mit einem Warrior zusammen spielst du Kurian und als Kurian brauchst du das dritten Stat, Crit, also Versa, Mastery und dann quasi Crit an den Stellen, wo es kein Versa Mastery gibt im PvP Gear. Heißt, ja, hat sich doch gelohnt, dass wir das rausgezogen haben. Hier haben wir ja noch zusätzlich Movement Speed drauf und ja, da ich jetzt noch mehr Crit Gear brauche im Optimalfall, wäre es ganz gut, wenn da das ein oder andere Teil vielleicht drin war. Ich habe mir auch noch ein paar andere Sachen hochgezogen mittlerweile. Habe ich die Ehrenstufe 900 damit geknackt und im PvP sind wir auch ein bisschen weitergekommen. Dem Mount kommen wir auf jeden Fall einen Ticken näher. Gut, dann würde ich sagen, machen wir einmal die Kiste auf. Ich lasse jetzt mal hier diesmal Wildheit drin, denn ich würde eine Waffe mit Crit nehmen, wenn die drin wäre. Schauen wir mal. Das sieht jetzt schlecht aus. Ich habe eine Brust mit Crit drauf. Blöderweise habe ich die schon abgegradet. Schultern habe ich eh das Legendary an. Und Hals habe ich leider auch schon abgegradet mit... Achso, da gibt es ja eins mit Mastery, also brauche ich das gar nicht. Gut, also ich brauche kein einziges von diesen drei Items, merke ich gerade. Ah, Moment. Hier die Schultern würde ich brauchen, um ein weiteres T-Mog freizuschalten, weil ich die Crit-Variante ja nicht hochgelevelt habe, weil ich da das Legendary habe. Ich wollte jetzt schon fast die Marken nehmen, aber wir nehmen jetzt die Schultern. Und haben da zumindest ein T-Mog von, ne? Brauchen tun wir das natürlich nicht, aber T-Mog nehmen wir gerne mit. Und ja, damit sind wir schon wieder am Ende von dem kleinen Opening. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr so drin hattet. Und ja, dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis dahin, ciao.